Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Oliftown. Ich bin euer Basti, wir haben gestern das Angelturnier mit Erfolg gemeistert in der gestrigen Folge und heute wollen wir uns ein wenig um unseren Hof kümmern und wir wollen in den Wald gehen und in den Steinbruch und ein paar Materialien sammeln, denn wir haben gar nichts mehr an Materialien. Das werden wir auch als erstes machen, nachdem ich mich dann um meine Tiere gekümmert habe. Ich kann hier sowieso nichts ernten. Hier ist noch ein bisschen sind noch ein paar Setzlinge fertig. Dann würde ich sagen, schmeißen wir auf jeden Fall den Kohl mal hier rein. Und dann möchte ich gerne ein paar Kohlsamen haben. So. Ich könnte natürlich auch Brokkoli und sowas machen, ne? Aber hallo? Oh, unsere Pilze könnten auch fertig sein, wenn ich das richtig sehe. Aber jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Milch. Streicheln unsere Tiere einmal durch. Ich glaube, Fell bekommen wir heute nicht. Und vor allen Dingen Detlef. Detlef, oh, du willst gebürstet werden? Na, das kriege ich hin. So, das kriege ich auch hin. Komm mal her, ein bisschen Büffelmilch. Ich streichle ich mal auch noch. Und die anderen seid alle froh und habt euren Spaß hier in meinem kleinen Gehege. So, dann würde ich sagen, dreimal von der Milch, zweimal Ziegenmilch. Eier muss ich mir noch holen und hier wachsen schon wieder viel zu viele Bäume auf dem Gelände. Das ist nicht gut. So, einmal das Ei. Vielleicht mache ich heute mal ein bisschen mehr Mayonnaise. Und wir bräuchten noch ein paar fertiger. Wir haben noch nicht alles gebaut, was es eigentlich gibt in dem Spiel hier. Und hier wird es langsam ein bisschen voll drin, muss ich sagen. So. Deswegen kommen die Bäume auf jeden Fall erstmal weg. Die brauche ich nämlich überhaupt nicht. Meine Sprenger dort oben sprengen immer schön meine Sachen. Hier haben wir ein Dreier. Ei, da können wir zwei herstellen und hier machen wir ein Vierer-Ei. So, das eine Schäfchen. Lass mich mal raus hier bitte. Ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Nee, da. Doch, hier kann ich eigentlich Pilzsporen reintun, oder? Momentchen mal. Oh, hier sind Fünferpilze. Dann mache ich mal die hier rein. Und die mache ich hier rein. Der Baum muss weg. Der stört mich hier ein bisschen. Den Honig kann ich hier rausnehmen. Nee. Dann machen wir hier dreimal Honig rein. Hier dreimal Honig. Und hier machen wir den Rest Honig rein. So, jetzt habe ich noch einmal Pilzsporen. Kann ich einmal hier pflanzen? Habe ich noch bessere Pilzsporen hier? Nein. Aber dann machen wir erstmal die Dreier, bevor wir dann die Fünfer machen beim nächsten Mal. So, ich habe natürlich die Pilze jetzt nicht verkauft. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber okay. Ah, das braucht auf jeden Fall alles noch eine ganze Weile. Dann kann ich den Rest trotzdem verkaufen. Und wir gehen so lange dann woanders hin. Zu Rainer muss ich auch noch. Zu Rainer muss ich ja auch noch. Ich habe keinen Erz mehr. Hier ist ein Diamant ist fertig. Soll ich wirklich Rainer einen Diamanten schenken? Oder kann sie irgendwas anderes auch kriegen? Der Diamant, den würde ich nämlich gerne lieber verkaufen. Aber hier habe ich nichts anderes drin, wo ich sage, was ist denn heute eigentlich für ein Tag? Ich nehme mal das mit, das mit, das mit. Naja gut, dann kriegst du heute, den kriegst du heute einen Diamanten. Hast du ein Schwein, meine Süße. Das Museum, ja, es ist auf. Ich hätte auch mit dem Moped fahren können. Aber ich muss mich dann auf jeden Fall um Holz und um andere Sachen kümmern. Und ich muss Futter kaufen im Laden, ja, das. Das werden wir als erstes gleich mal machen. Oh. Was ist denn? Tut dir der Bauch weh? Hier, lass mich mal gucken.
Huch! Ach, ein Glück, dass du da bist. Meiner Kuh geht es nicht gut. Ich würde gerne einmal nachsehen, aber sie sträubt sich gerade gewaltig. Würdest du sie bitte einen Moment festhalten? Na klar. Danke, das dauert nur einen Moment. Caswin, also beruhig dich bitte. Meine Kuh ja heißt Caswin. Sie ist eine gute Freundin. Sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Woran könnte es denn liegen? Eine Enteritis hast du nicht? Erkältet bist du auch nicht? Und dass du trächtig bist, glaube ich auch nicht. Gibt's eine Babykuh? Wieso wirst du rot? Moment mal, du bist wirklich trächtig? Ach, Caswin, ich freue mich ja so für dich. Du bist eine werdende Mama. Du heißt Silke, nicht wahr? Ohne dich hätte ich Caswin nicht untersuchen können. Hoffentlich kann ich mich eines Tages revanchieren. Ich bin beeindruckt, wie gut du mit Kühen umgehen kannst. Ich dachte, ich könnte das ganz gut, aber ich kann offenbar noch viel lernen. Jetzt sollte ich aber zurück in den Laden gehen. Danke für deine Hilfe. Bis dann. Ah, also wenn Caswin jetzt, wenn Caswin schwanger ist, dann gibt es vielleicht Babykühe. Okay, gemischt worden kaufen. Habe ich denn noch irgendwas? Ich bräuchte eigentlich Samen für den Frühling. Kartoffelsamen sind für den Frühling. Die sind für den Herbst. Daikonrettichsamen, die sind für den Winter. Brokkolisamen sind auch für den Frühling. Da kann ich auf jeden Fall noch mal ein paar mitnehmen hier. So, und dann brauche ich auf jeden Fall Viehfutter. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit, das ist ja nicht so teuer. Und auf jeden Fall brauche ich noch Tierfuttersamen. Gibt es das nicht hier auch noch? Viehfutter, Haustierleckerlis? Nein, leider nicht. Na gut, dann reicht mir das erstmal. Ich kann auch noch zwei Belohnungen abholen im Laden oben, also im Rathaus. Aber vorher möchte ich echt gerne zu Rainer gehen und ihr einen Diamanten schenken. Ich hoffe doch mal, zum Montag müsste das Museum eigentlich aufhaben. Hallo, meine Liebe. Wow! Was für ein Turnier, der Wahnsinn. Bitteschön, du kriegst einen Diamanten. Wow. Oh, das ist wirklich mein Geschmack. Ja, unsere Herzen steigen. Oh. Und jetzt möchte ich, dass du ein bisschen was begutachtest. Ich habe leider nur drei Bündel dabei. Roter Rohrmobil. Roter Rohrmobil ist natürlich gut. Kann ich dann was draußen machen? Kristallierter Bernstein. Und mein letztes Geschenk für dich ist ein Rohrmobil. Okay. Damit kann ich natürlich leben. Und jetzt gehen wir noch schnell unsere Belohnung abholen. Vielleicht gibt es ja irgendwas ganz Besonderes heute. Und dann müssen wir an der Arbeit gehen. Aber sowas von. So, mal gucken mal, was es hier gibt. Rosmaragd hätte ich zu Hause gehabt. Naja, gut. So, silberne Dorfmedaille, goldene Dorfmedaille. Oh, Ananassamen nehme ich mit. Und Fischköder und eine bronzene Ruby. Eine bronzene Dingsbums da. Wann kann man die? Im Sommer werden die gesät. Ananassamen, cool. Mysteriöser Köder. Egal, wir müssen unser Zeug loswerden. Und dann geht's ab Richtung den Brokkolisamen. Der ist ja für den Frühling mit, ne? Also, den werde ich auf jeden Fall ansehen im Frühling. Wir haben natürlich jetzt... Kann ich den nicht auch sogar im Winter ansehen? Das wäre natürlich noch besser. Muss ich nochmal ganz schnell schauen... Im Winter, na toll, da kann ich den sogar noch ansehen hier. Erstmal verkaufen, damit ich hier erstmal mein Zeug los werde. Also, das weg. 145 und 200, also ist der wertvoller, also kommt der weg. Der kommt hier rein. Oh, da habe ich schon 18. Okay, Köder brauche ich nicht. Ananassamen brauche ich aber. Und ich kann endlich doch mal ein bisschen... ...ein paar Steine hier verbrutzeln. Zwar nicht so viele... Ach Gottchen.
aber gerade mal ein einziger Stein. Meine Güte. Hier kann ich nichts reinpacken. Aber hier kann ich auf jeden Fall Brokkolisamen, Ananassamen. Die Köder, die will ich auch noch verkaufen. Und mein Tierfutter. Komm, Alter, du springst ja draußen rum, ne? So, und die anderen 50, die kommen hier rein. Habe ich da noch was drin? Nee, gar nicht. Okay. Das ist am nächsten. So, und jetzt werden wir Materialien sammeln. Den Angelköder, ach komm, den kann ich eigentlich noch. Kann ich eigentlich noch verkaufen. Gibt zwar nicht viel, aber egal. So, wir gehen zuerst in den Wald. Oder wo gehen wir erst zu den Gnomen? Nee, wir gehen zuerst in den. Ach nee, wir können erst in unseren Immersommergarten gucken. Vielleicht ist da auch was zum Ernten schon bereit. Aber ich kann es mir eigentlich nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, nee. Das ist alles noch. Das braucht alles noch seine Zeit. Na gut. Nein, ich wollte nicht zurück zum Hof. Ach Mann, das ist immer die Option, die oben als erstes steht. Wir müssen heute Holz sammeln und Erz. Vielleicht müssen wir ja sogar noch mal in die Mine gehen. So, durfte Erdknummel, Lavahöhle, Bohnenrang, Uralter See könnten wir auch. Wir gehen zuerst zum Holzfällerberg, weil ich denke mal, dass das Illusionsholz jetzt auch fertig ist hier. Das habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, noch stehen lassen. Ja, oh, guck mal, sehr gut. Ne, mit dem Hammer kann ich das nicht machen. Das kann ich nur mit meiner Axt machen. Oh, da gibt es wahrscheinlich sehr viel. So, das muss man auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben ja auf jeden Fall auch genug Kerzen, also genug Ausdauer. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. Hat zwar noch nicht so viel Pracht, robustes Holz. Naja, nehmen wir trotzdem mit. Und hier vorne ist nur normales Holz, ne? Hartes Holz und normales Holz. Okay. Nehmen wir aber trotzdem alles mit. Okay. Dann gehen wir noch zum Steinbrechertal, weil ich denke, auch hier wird es wieder Orichalkos-Erz geben. Ja, und jede Menge anderes Erz, sehr schön. Wir brauchen alles. Wir brauchen wirklich alles, aber ist nur einmal Orichalkos. Das ist ein bisschen schade. Ich bräuchte eigentlich mehr. Schade, schade, schade. So. Na, noch einmal kommen. Okay, also meine Herzen verbrauchen sich ganz schön oft und wir haben Diamanten bekommen, ne? Rohdiamanten. Sehr gut. So, und das Silber nehmen wir natürlich auch noch mit. Dreimal Orichalkos nur. Ein Rohdiamanten, Haufen Steine haben wir schon wieder, die wir verkaufen können. Ja, wir könnten beim uralten See vorbeischauen. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, dass wir da wieder was holen können. Aber wenn meine. Nee, noch nicht. Okay. Aber die Pumpen laufen noch. Gut. Dann geht's zurück zum Hof. Alles abgeben. Und dann würde ich sagen, ab zum. Ja, wo gehen wir dann hin? Dann müssen wir auf jeden Fall noch. Ich muss mal. 3 Orichalkos, da bringt's nicht. So, den Diamanten kann ich definitiv hier reinsetzen. Du bist fertig, du bist fertig. Machen wir hier Gold. Gold und Silber. Sehr schön. Und Eisen haben wir jetzt. Nehme ich mal das restliche Orichalkos mit, aber ich glaube, das bringt noch nicht wirklich so viel, das hier reinzutun, oder? Nee, ich sammle das mal lieber noch.
So, das da rein. Den einen behalte ich. Du bist wie viel wert? Das sehe ich jetzt nicht. Okay. Moment. Hier muss auf jeden Fall Illusionsholz rein. Wirksames Holz. Einmal Illusionsholz. Biegsames Holz. Hier haben wir nichts mehr. Okay. Möchte aber das gerne mitnehmen. So, biegsames Holz da rein, die Steine und das verkaufen. Und dann gehen wir noch zum Dorf der Erdgnome. So, verschicken. Also 2,8. 2,1. Also, das kriegt Rayna. Das verkaufe ich alles. 999 Steine. Nee, komm. Ein paar möchte ich wenigstens behalten, damit ich ein bisschen was bauen kann hier. So. Okay, jetzt kommen die Steine hier unten hin. Da unten bräuchte ich Silber. Wir gehen erst zum Dorf der Erdgnome mal schauen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, was ich bekomme. Ich habe ja noch so ein paar Wuschel gefunden, die kann ich noch verteilen. Damit ich bessere Produkte bekomme. So, Erdgnome verwalten. 22 Stück habe ich wieder. Grasgnome, Pflegegnome müsste ich eigentlich, ne? Da gibt es aber, glaube ich, nur Milch. Steingnome ist voll, Waldgnome. Na, komm, wir machen mal den Waldgnome voll. Der ist dann bei 100. Und dann, ja, komm. Zwei hier noch zum Grasgnomen. Und dann schauen wir mal, was ihr alle für uns habt. Gras, flexibles Gras, Silbererz, Eisenerz, Steinerz, Golderz. Okay. Also Silber kommt definitiv hier runter. Kartoffeln. Omelette. Radieschen, Kartoffeln. Könnte ich eigentlich essen, ne? Honigjoghurt kann man auch essen. Wir können eigentlich alles aufessen hier. Ich bin noch nicht satt. Oh, du bist satt. Jetzt bin ich satt. Okay. Aber ist ja egal. Vielleicht können wir noch ein bisschen Kohle holen oder so. Viehfutter und ein Ei ist gut. Hartes Holz ist auch gut. Jetzt sind meine Taschen schon wieder voll. Das gibt's doch gar nicht. Na gut, dann kann ich beim... Was war das für ein Gnom? Ich weiß gar nicht. Bei dem blauen auf jeden Fall habe ich nichts abgerollt. So. Olive, Begonie, Sonnenblume. Ich werde auf jeden Fall 6 Sonnenblumen kaufen. Das ist Chinakohl. Und Spinat. Kohleklumpen. Nehme ich auf jeden Fall auch mit. Stein brauche ich nicht. Kann noch ein bisschen Silbererz. Zumindest dafür, dass es reicht. Dann kann ich das Ei noch reinschmeißen. Was ist das denn hier eigentlich? Das ist Holz. Oh mein Gott, bei Holz bin ich auch bei 999. Kann ich definitiv auch verkaufen, damit ich, weil ich brauche so viel normales Holz nicht. Ich kann das auch, eigentlich kann ich die Tasche auch frei machen, das normale Holz mit zurückpacken. Mal sehen, mal gucken. So, die Sonnenblume verkaufe ich definitiv nicht. Also das weg, das weg, das weg. Stiefmütterchen, den Opal nicht. Aber hier kann ich definitiv ein bisschen was abgeben. So viel brauche ich nie im Leben. So. Das kommt noch weg. Das Ei brauche ich nicht. Viehfutter behalte ich. Und den Rohopal behalte ich auch. Und die Sonnenblumen behalte ich auch. So. Der kommt dahin. So. Dann kommt das Viehfutter. Nein, ich wollte dich doch nicht streichen. Aber okay. Ich wollte eigentlich mein Viehfutter hier und die Sonnenblumen wollte ich hier verstauen. Obwohl, nee, Moment. Sonnenblumen. Ich kann doch eigentlich... Der Honig war doch fertig, dann kann ich doch schon wieder Sonnenblumen hier unten einsetzen, wenn mich nicht alles täuscht. Honig ist fertig.
So, Sonnenblume. Sonnenblume, du da drüben brauchst noch ein bisschen. Dann habe ich ja hier noch zwei Eier. Die kommen hier noch rein. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Die Sonnenblumen packe ich hier zurück. Und den Rest verkaufe ich. Und dann haben wir ja sogar noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, es ist 3 Uhr erstmal. So, also weg, 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 weg. Den Honig, der bringt auch ganz gut. Mehr kann ich sowieso nicht verkaufen. Na schön. Hier haben wir noch eine Pfütze. Also ich brauche eigentlich auch nichts mehr sammeln, weil ich kann ja sowieso nichts verkaufen. Die Muschel, die könnte ich theoretisch gesehen bei mir reinpacken. Aber ich werde mal schauen, ob ich vielleicht hier oben noch ein bisschen Gold, Erz finde. Wir werden mal wieder mit unserem Pferdchen ein bisschen reisen. Da rennen wir nochmal schnell zur Goldmine und holen mal noch ein bisschen Gold, ne? Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwas Interessantes, aber ich glaube... Ah, hier gibt es viele Blumen, aber das nützt mir alles nichts, weil die kann ich nicht verkaufen. Wie sieht es denn hier aus mit dem Eisen? Na, hier ist erst ein Eisenklumpen. Okay, den lasse ich mal noch stehen jetzt. Luise. Oh, hier gibt es noch diese komischen Pilze. Hallo. Ach Mensch, Silke, was machst du denn? Genau, so und so. Ah, nimm mit. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier rein und sammeln noch ein bisschen was an Eisen oder Gold, je nachdem, wenn ich treffe. Wenn ich treffe. Könnten natürlich auch die Maulwürfe noch ein bisschen ärgern. Da gibt es noch ein paar Bündel auf jeden Fall. Die kann ich ja auch noch wegschaffen. Ach, hier, das ist alles Eisen. Aber warum finde ich hier keinen Weg nach unten? So, dann müsste ja eigentlich hier die Treppe sein. Ja. Nur 2-3 Etagen machen wir. Also mehr machen wir auf keinen Fall. Komm schon. So, hier können wir ein bisschen graben. Da haben wir sogar ein bisschen Gold. Okay. Okay. Ach, hier ist ja schon eine Treppe gewesen. Voll übersehen, ne? So, wo kommen die Maulwürfe raus? Aufpassen. So, sehr schön. Oh, Kohleklumpen. Ach, den muss ich ja auch noch umwandeln, den Kohleklumpen, genau. Den habe ich verkauft, wa? Das ist natürlich nicht gut. Habe ich meinen Kohleklumpen, Kohleklumpen verkauft? Ne, hier unten ist er. Oh, Gott sei Dank. Schon gedacht, ja. So, stellen wir mal schnell Holzkohle her. Aber was war denn da unten? Ach, Ton war dort unten, ne? Oder Lehm, besser gesagt. So. Dann passt das auch wieder alles. Eine Etage gehen wir noch und dann gehen wir schlafen. Mal gucken, was es hier noch gibt. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Komm schon. So. Sehr schön. Sehr gut. Okay, Glasstein und noch ein bisschen Kohle, die können wir noch verarbeiten. Und dann sieht es doch eigentlich ganz gut aus wieder. Ich meine, Materialien kann man nie genug kriegen. Die sind ja so schnell... die werden ja so schnell verbraucht, ne? So. Verkaufen kann ich auch nichts mehr. Also wie gesagt, die komischen Pilze, die ich da hier gerade gesammelt habe, die werde ich sowieso nicht mehr los. Deswegen, vielleicht sind meine zwei Eier ja noch, die Mayonnaise noch fertig, dann könnte ich die noch mitnehmen. Mal sehen, weil ich glaube, Mayonnaise habe ich ja verkauft. Naja gut, einmal nur.
Ah, dann habe ich morgen gleich wieder was zum Verkaufen. Ist ja nicht schlimm. Meine Tierchen gehen sowieso ganz alleine rein. So, mein Pferdchen wird hier auch runtergestellt. Und dann muss ich natürlich nur noch vorbeikommen. So, ich kriege aber auch die Mayonnaise nicht mehr verkauft. Huhuhuhu. Okay, dann... Das Bündel kommt. Ein Bündel habe ich da gerade mal gekriegt. Klarstein habe ich, glaube ich, auch irgendwo noch. Der kann ja damit rein. Ja, und der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Das kann ich auch. Was ist denn das eigentlich hier? Bambussprosse. Kann ich die einpflanzen? Kann ich die eigentlich einpflanzen, die Bambussprosse? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich würde sagen, ach, die kann ich eigentlich auch wegtun. Kann ich die, na, die kann ich morgen mitverkaufen. Oh, nicht haken, nicht haken. vielleicht kann ich auch was kochen, aber ich glaube... Das sieht schlecht aus hier. Mit der Mayonnaise kann ich nichts machen. Ja, die kann ich aber zumindest hier reinpacken. Die Wildteidelbeere kann ich auch reinpacken. Und die Bambussprosse kann ich auch reinpacken. Vielleicht kann ich ja irgendwann damit mal was Leckeres kochen. Ich weiß noch nicht, für was man Bambussprossen braucht. Aber okay. So, dann ist der Tag auch wieder vorbei. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Wir gucken mal, wie viel Geld wir bekommen haben. Und dann 23.000 sehen wir uns, würde ich sagen, im nächsten Part wieder, wenn jetzt nicht noch irgendein Ereignis kommt. Nein. Also, dann bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.